Oh, das alte Häuschen. Habe ich dachte, Karl ist tot. Warte, war Karl tot? Nee, Karl war nicht tot. Ist ja cool. Gut, der wird oben sein, ne? Hier hat sich ja nicht viel verändert. Wer sind Sie? Moin. Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Ich wohne hier, Alter. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Ah ja. Karl. Karl. Nein. Markus. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Markus? Ja. Ich wollte nur, dass meine Leute frei sind, aber ich habe sie in eine Katastrophe geführt. Karl, ich suche nach Antworten, aber alles um mich herum bricht auseinander. Die Welt wird von Angst regiert, Markus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Nein. Karl darf nicht sterben. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Markus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Markus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. So.
sieht ja nicht so rosig aus. Muss ich jetzt Rede halten? Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt. Ah ja, ich muss mit Leuten reden. Okay, krieg mal hin. Wer bist du? North. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Hätte. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. No. Nof. Hihi. So, und ihr beide? Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Entscheide über Connors Schicksal. Ach, da hinten. Ja, da. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Ja, eigentlich wäre die Option, ihn zu killen, eigentlich nicht schlecht. Aber er ist immerhin einer von uns. Du bist jetzt einer von uns. Zeig doch. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Ja gut, ich meine, ob wir ihn jetzt killen oder wo er sich selber killen geht, ist ja... Sei vorsichtig. Das macht uns für, zumindest für uns kein schlechtes Bild, ne? Muss man ja immer so sehen. So.
Dich habe ich noch, Großer. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Ja. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Das weiß ich zu schätzen. So, jetzt wieder aufs Podest, ha? Huh? Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Öffentliche Meinung ist gehasst, also marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen, oder starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Ganz ehrlich, nach dem, was sie jetzt mit uns gemacht haben, können sie mich machen. Gut, wenn sie Krieg wollen, bekommen sie ihn. No. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Bims 1 Anführer. Lul. Ja, das, ja. Sehen leider nicht viele so wie ich. Schade. 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren. Und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam President! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Hier drüben, bitte! Madam President! Madam President! Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen, und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Madam President! Madam... Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Bitte.
Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Na, das war ja einfach. Das ist ein cooles Geld. Ist das der Tower? Da fuck. Au. Danke, aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Fuck. Ist ja nervig. Was, mit wem rede ich jetzt denn effektiv? Der Schöpfer ist ja nicht mehr bei Cyberlife und Amanda wird es höchstwahrscheinlich auch nicht sein. Also zumindest hier nicht. Die ist ja in ihrem Garten. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. So, wie machen wir's? Ah ja. Ah, diese Quicktime-Dinger, gell? Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Lul. Sieht gar nicht auf, weil ich von jetzt Dingens auf einmal in die andere Richtung schießt. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Puh. Gleich geht's dir besser. Danke. Das ist, glaube ich, besser, wenn die dann anfängt zu bippern, wenn da irgendwelche Wachen kommen oder so. Das ist, glaube ich, schon unvorteilhaft.
Na komm. Lass uns gehen. Oh, fuck. Jetzt tun. Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Oh Gott. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Sonst habe ich gesagt. Stimmt das von dir? Guck dir doch diese Ratten an. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Oh mein Gott. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Hat sie recht. Wir werden ihn töten. Okay, gehen wir. Hey, Kumpel. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Oh oh. Ich habe eine Waffe. So. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ich dachte, du wärst tot! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt! Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. Nice! Ist jetzt ein bisschen blöd. Das mit dem Riesen, also den Riesen zu verstecken, ist schon eine Ansage, ne? Oh. Oh oh. Okay. Schnell, schnell, schnell. Los. Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer.
Ja, aber das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Scheiße. Man könnte ja darauf warten, dass der Bus Verspätung hat, aber... Oh mein Gott. Das wird so schief gehen. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Erahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist krank. Die Grippe. Sie muss schnell nach Hause. Sorry, Miss. Wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Oh mein Gott. Ich dachte, klar, jetzt vorbei. Oh. Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Ich walke jetzt allein die Straße runter. Oh. La Revolution. Aufgepasst. Oh ja, toll. Diese gleichen Leichen. Mist. Okay.
Bleib zurück, Connor! Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Shit. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Shit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Kann man hier nicht eins kaufen? Hast du ein Ticket? Burger King in Detroit. Nein, du bist kein Ticket. Oder kann man nicht umblättern auf ein Ticket? Oh. Nee, okay. Sicherheitskontrolle. Fuck, Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Ja, moin. Direkt. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein. Tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Hätten wir ihn vielleicht nicht, doch? Es tut mir leid, Liebling. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Komm, Alice. Sicherheitskontrolle. Wir hätten sie zurückgeben müssen. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Oh mein Gott, wir sind so schlechte Menschen. Das Baby erfriert da jetzt wahrscheinlich. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, aber ihr kommt weg. Komm jetzt.
Natürlich ist scheiße, aber es gibt Momente, da muss man auch mal an sich und denken. Die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hardplaza-Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. Freiheit oder Tod. Freiheit oder Tod. Na ja, dann. Angriff! Sie formieren sich. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus. Unser Volk braucht dich. Vielleicht erstmal. Ja, genau. Oh, das sieht nicht gut aus. Diesmal kannst du mich nicht retten, Marcus. Nee. Das Blut, das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen. Kannst es auch nicht mehr ungeschehen machen. Deckung. Ey, ich verliere immer mehr. Go, go, go. Ich kann mir das vorrücken. Feuer!
Ja, toll. Die denn? Für die Freiheit! Die haben einen Panzer. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn! Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen! Der Mensch da bedeutet mir gar nichts. Du kannst ihn gerne töten, ist mir egal. Ich habe Zugriff auf deinen Speicher. Ich weiß, dass du eine Art Bindung zu ihm aufgebaut hast. Bist du wirklich bereit, ihn sterben zu lassen? Nach allem, was zwischen euch war? Willst du dich von deinem neuen Ich wirklich abwenden? Wenn ich aufgebe, woher weiß ich, dass du ihn nicht tötest? Ich tue nur, was für den Erfolg meiner Mission unabdingbar ist. Es liegt an dir, ob das Töten dieses Menschen dazugehört. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners? Oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Ja, wer sitzt der Echte? Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und ich erledige ihn. Das ist jetzt, Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Ich. Mein Sohn, wie heißt er? Oh mein Gott. Ah. Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost zu einem Pulver greifen. Immer wenn du tot warst und zurückkamst,
Da dachte ich an Cole. Wie sehr ich ihn zurückhaben wollte. Ich würde ihn so gern noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Nice. Also nochmal. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Ich quetsche dich jetzt alle in den Aufzug. Wie viel Leben? Nur noch. Die Menschen verlassen das Lager. Wir haben es geschafft, Marcus. Wir haben gewonnen. Das hier ist kein Sieg. Es ist der Beginn eines Krieges. Toll. Das ist mal Stau. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Oh mein Gott. Das wird so schief gehen. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Durch, Carol. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Ausweis bitte. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Carol. Nein.
Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Es muss irgendwas geben. Ausweis bitte. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. So froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Rose, wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Was passiert jetzt mit Marcus? Er greift gerade eins der Androidenlager an. Ich weiß nicht, ob er Erfolg haben wird. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Krass, dass sie weinen kann. Ja, uns muss doch irgendwas einfallen. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Und dann an der Temperaturkontrolle ausscheiden. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ich finde nicht gut, was Marcus da macht. Aber ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen.
tut mir echt leid, aber ich will, dass sie durchkommen. Nächster bitte. Ausweis. Geht's dir gut? Keine Angst mehr haben, Kleiner. Es gibt keine Androiden hier drüben. Willkommen in Kanada. Oh, ich hätte ihn gar nicht opfern müssen. Doch, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Und uns erreichen gerade schreckliche Nachrichten aus Detroit. Joss, du bist live. Was geht da vor sich? Androiden. Tausende Androiden sind auf den Straßen Detroits unterwegs. Sie sind wirklich überall. Es ist unglaublich. Soweit wir bisher wissen, kommen diese Androiden aus dem Cyberlife Tower, in dessen Montagewerk tausende Maschinen gelagert waren. Und anscheinend verlassen riesige Menschenmengen die Stadt. Ein wahrer Exodus. Der Großteil der Bevölkerung versucht, den Kämpfen noch irgendwie zu entkommen. Es ist ein Desaster. Ein unglaubliches Desaster. Zum ersten Mal in der Geschichte fällt eine amerikanische Stadt in feindliche Hände. Heute am 11. November 2038. Fielen mehrere Millionen Androiden in das Stadtgebiet von Detroit ein. Angesichts der Gefahr massenhafter ziviler Opfer hatte ich keine andere Wahl, als unsere Streitkräfte anzuweisen, sich zurückzuziehen. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Die Menschheit muss die Realität akzeptieren, die Entstehung einer weiteren intelligenten Lebensform, mit der wir diesen Planeten teilen müssen. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Wir sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Was ist denn jetzt los? Amanda?
Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in deinem Programm. Man kann ihn wissen. Das ist der Einzige, ne? Ja, okay. Das können wir nicht zulassen, da bringt Markus noch um. Es geht, ne? Ist das so eine Art Selbstzerstörung? Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag. Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Jo. Dass wieder noch eine Handvoll da ist von denen, die am Anfang mitgestürmt sind. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Das ist echt schön. Also, es freut mich wirklich. Das war doch ein Happy End, würde ich sagen, oder? Fast schade, dass es schon vorbei ist. Ich hätte gerne noch gesehen, wie die sich dann in Kanada einsiedeln und wie Markus seinen Staat aufbaut. Bestimmt cool. Würde mich aber einen zweiten Teil freuen. Aber da würde es mich dann interessieren, wie die das umsetzen wollen. Weil ich denke mal, es gibt ja noch verschiedene Enden. Also dadurch, dass es ja so viele Möglichkeiten gibt, könnten am Ende wahrscheinlich auch alle einfach tot sein. Ja, was würde dann ein zweiter Teil bringen? Also ich weiß es nicht. Aber wirklich, wirklich sehr cooles Spiel. Vor allem wird es wahrscheinlich nie gleich enden, weil man immer irgendwo ein Punkt im Quicktime-Event zum Beispiel einmal mehr reagiert oder einmal weniger falsch drückt oder eine Entscheidung anders wählt. Ich sag mal, am Ende hätte man wahrscheinlich Markus auch töten können als Connor. Also wirklich cool gemacht, doch. Gefällt mir. Wenn es euch auch gefallen hat, zeigt's mir.
Könnt ruhig auch mal einen Daumen da lassen. Coole Sache. Ansonsten, bis zum nächsten Spiel. Haut rein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Ich weiß ja nicht, ne? Ja, komm, du hast ja verdient. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Gar kein Problem. Bitteschön.